sehe gerade, ist mir noch nie aufgefallen, Julian, dass du zwei Finger auf der Rückhand auf dem Belag hast. Hast du da umgestellt oder war das schon immer so? Nee, eigentlich nur einen, aber automatisch vielleicht für die andere Hand gespielt. Ja, unbewusst. Mal aufpassen, dass man sich solche unbewussten Sachen nicht angewöhnt, sonst kriegt man es schwierig wieder weg. Vorderlaufte, richtige, lehrbuchartige Schlägerhaltung ist das, was als allererstes in Fleisch und Blut übergehen muss. Ich weiß, wovon ich spreche, denn leider hat mir das nie jemand gesagt. Leider hatte ich nie einen Trainer und prompt, bis ich selber gemerkt habe, dass ich da den Schläger eigentlich, wenn auch relativ nicht so auffällig, aber doch falsch halte, habe ich es nicht mehr geschafft, das irgendwie nochmal zu korrigieren. Ist auch ein bisschen Charakterschwäche, gebe ich zu. Etwas mehr Disziplin und ich hätte das vielleicht hinkriegen können. Und deswegen bin ich da ganz besonders aufmerksam. Vor allen Dingen, wenn ich Anfänger trainiere. Why?